schönen guten Abend bei Skobel. Heute zum Thema Ende der Privatheit mit einer Premiere nicht nur im deutschen Farbfernsehen, sondern, soweit wir wissen, sogar in ganz Europa. Dies ist die erste Live-Fernsehsendung mit Livestream aus einem Studio mit 360-Grad-Kamera. Wichtig ist, dass Sie das, was wir Ihnen nach Hause liefern, nicht im Fernsehen sehen können, sondern nur als Livestream im Internet unter www.dreisat.de/skobel. Dazu gleich mehr. Der Film gerade eben zeigte, wovon die Wirtschaftseliten nicht nur in den USA träumen. Das Internet braucht Algorithmen, wie wir die Luft zum Atmen. Diese Algorithmen stellen den Schlüssel zur Macht dar. Im Finanzsystem, in der Wirtschaft, in der Politik und in der Lenkung der Massen. Denn für Datenanalytiker sind wir, die Privatmenschen und Individuen, in Wahrheit digitale Lemminge, die statistischen Mustern und Gewohnheiten folgen. Was Sie jetzt hinter mir sehen, kennen Sie vermutlich. Es ist das Symbol der coolen neuen Computerwelt, der Smartphones und Tablets. Aber der Apfel ist angefressen. Warum? Auch Apple fällt nicht weit vom Stamm. Und dieser Stamm ist der Mythos vom Paradies und vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Kaum hatte der prädigitale Mensch hineingebissen, schämte er sich auch schon abgrundtief. Stichwort Feigenblatt, heute Datenschutz. Seither sind wir privat nur dort, wo wir uns ohne Scham zeigen können. Nach außen behalten wir uns bedeckt. Denn es gibt kein Paradies ohne Privatsphäre. Apple, Google, Facebook und die Geheimdienste schütteln den Datenbaum, bis wir nackt sind. 9/11 verstärkte das Gefühl der Unsicherheit und Ohnmacht immens. Deshalb reagierte die politische Elite Amerikas hart und rüstete ihre modernsten Waffen auf. Wissenschaft, Informatik und das Internet. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 erschüttern die Welt. Die Regierungen in den USA und Europa rufen zum internationalen Kampf gegen den Terror auf. Seitdem führt die Angst vor dem Terrorismus zu Angriffskriegen, hat weltweit organisierte Foltersysteme entstehen lassen und hat ermöglicht, dass unschuldige Bürger verhaftet und eingesperrt wurden. Was schon zuvor an staatlichen Überwachungsmaßnahmen existierte, wurde rasant ausgebaut. Videoüberwachung, die Ortung von Personen durch GPS, geheime Durchsuchung privater Computer und die langfristige Speicherung aller elektronischen Spuren des Telekommunikationsverkehrs. Auf Kosten der Privatsphäre von Bürgern. Hat die Überwachung tatsächlich genützt? Das Problem ist natürlich die Analyse. Sie müssen Leute haben, die in der Lage sind, diese ungeheuren Mengen zu bewältigen, was fast ausgeschlossen ist. Und die Gefahr, die ich sehe, angesichts dieser geradezu leidenschaftlichen Sammelwut ist, dass man möglicherweise den entscheidenden Top-Hinweis für einen geplanten terroristischen Anschlag größerer oder großer Dimension übersieht. Und so konnten trotz der fast totalen Überwachung Terroranschläge nicht verhindert werden. März 2004, in Madrid sterben durch Bomben in Zügen 200 Menschen. Im Juli 2005 töten Selbstmordattentäter 52 Menschen in Bussen und U-Bahnen in London. Am 14. April 2013 explodiert eine Bombe während des Boston-Marathons. 3 Menschen sterben, 260 sind verletzt. Und jüngst die Terroranschläge auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris. Die Gefahr ist ja nicht weniger geworden, im Gegenteil. Es ist zwar heute nicht eine Dimension vom 11. September, aber wir haben heute kleine und Kleinstzellen, wie jüngst in Paris gesehen, die operieren auch mit technischen Mitteln, die die Gegenseite, die Nachrichtendienste, die Geheimdienste, die Polizei. Nach dem Anschlag in Paris fordern die Regierungen noch mehr Überwachung. Und wie immer heißt die Wunderwaffe die Vorratsdatenspeicherung. Sämtliche personenbezogenen Daten sollen von Telefon- und Internetzugangsdiensten für 6 Monate gespeichert werden. Aber schützt die Vorratsdatenspeicherung vor Verbrechen? Frankreich hat die Vorratsdatenspeicherung seit Jahren. Und trotzdem konnten die Anschläge in Paris nicht verhindert werden.
Man muss aber hier wissen, dass die Vorratsdatenspeicherung erstens kein Allheilmittel ist und zweitens nicht immer dazu dient oder dienen kann, einen vorbereiteten terroristischen Anschlag zu verhindern. Sie ist auch sehr sinnvoll nach dem Anschlag, nämlich in Verfolgung der kommunikativen Stränge des Täters oder der Täter oder des Täternetzwerkes. Man muss ja wissen, seitens der Polizei und der Fahndungsbehörden, mit wem haben Sie zuvor telefoniert, wie lange haben Sie telefoniert, wohin sind Sie gereist, sind Sie im Ausland gewesen, mit wem haben Sie dort kommuniziert. Jeder könnte ein potenzieller Terrorist sein. Dass die amerikanischen Geheimdienste seit Jahren weltweit die Kommunikation von Bürgern und Regierungen, selbst verbündeter Staaten, überwachen, wurde durch die Enthüllungen des ehemaligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden und die NSA-Affäre öffentlich. Privatsphäre und nationale Souveränität gelten nicht mehr. Insider wussten bereits lange vor den Enthüllungen von Edward Snowden, was die USA nachrichtendienstlich so treiben und betreiben. Für die Amerikaner ist ausschlaggebend die Sicherheit der USA. Und unter diesem Logo, unter diesem Credo, fällt alles andere weg. Unter diesem Credo wird ganz brutal abgehört, ausspioniert, wenn es denn der vermeintlichen Sicherheit der USA geht. Edward Snowden bewies auch, das weltweite Abhören und Datensammeln der NSA ist ein gezielter Angriff auf die digitalen Infrastrukturen, wie Krankenhäuser oder Elektrizitätswerke oder die Polizei anderer Länder. Wir sind Opfer allgegenwärtiger Kontrolle und Überwachung geworden. Tausende Milliarden wurden seit 2001 in Überwachungssysteme investiert. Sollte man das Geld nicht eher in die nachhaltige Kriminalitätsprävention stecken? In die Bildung, in das Soziale und in die Friedenspolitik? Das Budget der insgesamt 16 US-Geheimdienste hat sich nach Angaben der Washington Post seit 2001 auf 52,6 Milliarden US-Dollar verdoppelt. So wie Drohnen unsichtbar aus großer Höhe alles überwachen können, so werden wir bereits von Algorithmen, Viren und Trojanern im digitalen Raum überwacht. Dabei wird unser realer Lebensraum mit der digitalen Welt auch dann vernetzt, wenn wir es gar nicht unbedingt wollen, zum Beispiel mit Hilfe von Kameras. Die Kamera, die wir hier im Studio haben, ist eine spezielle Kamera für die Übertragung und Aufzeichnung von Events und heute auch von einer Live-Sendung. Allerdings kann im Prinzip mit diesem Typ von Kamera natürlich auch eine 360-Grad-Überwachung stattfinden. Dass das Bild hinten verzögert ist, hängt damit zusammen, dass das Signal ja erst übers Internet zu Ihnen bzw. zu uns kommen muss. Und das dauert eben ein paar Sekunden. Das Internet ist schon längst kein Paradies mehr. Und selbst ein Shopping-Paradies ist es nur, weil in Wahrheit Geheimdienste und Konzerne überall Game of Thrones spielen. Totalüberwachung. Wer ein Gebäude betritt oder verlässt, kann sich sicher sein, dass dabei jemand zuschaut. Auch in versteckten Winkeln werden wir gesehen, denn sie sind überall. Überwachungskameras sind zur alltäglichen Realität geworden. Öffentliche Plätze, Personennahverkehr, Bahnhöfe. Egal, wo wir uns bewegen, werden wir auch gesehen. Es gibt Argumente, die für Videoüberwachung sprechen. Täter, die in den Fokus der Kameras geraten, können verfolgt und überführt werden. Außerdem sollen Überwachungskameras Straftaten verhindern. Doch taugt Videoüberwachung als Prävention vor Kriminalität? Unter Fachleuten ist das höchst umstritten. Gegen Videoüberwachung spricht, dass ausnahmslos alle überwacht werden. Dabei hat jeder Mensch grundsätzlich das Recht, sich in der Öffentlichkeit frei und ungezwungen zu bewegen. Doch tun wir das noch, wenn wir wissen, dass eine Vielzahl von Kameras auf uns gerichtet ist? Was technisch an Überwachung möglich ist, geht noch viel weiter, bis hin zu einer biometrischen Erkennung von Gesichtern, Mimik und Emotionen. Von frei und ungezwungen kann hier keine Rede mehr sein.
Zusätzlich zu den Überwachungskameras im öffentlichen Raum gibt es immer mehr Kameras auch im privaten Bereich, zum Beispiel in Geschäften. Problematisch wird es dort, wo diese Kameras nicht nur die Geschäftsräume überwachen, sondern auch den öffentlichen Raum. Wird es bald keine unbeobachtete Stelle in unseren Städten und Straßen mehr geben? Zum engmaschigen Netz der Videoüberwachung tragen auch Kameras im ganz privaten Raum bei. Denn oft zeigen die Geräte mehr als das, was wirklich privat ist. Zum Beispiel die Straße vor dem Haus. Eine Frage, die wir uns stellen müssen: Schaffen wir uns durch das Bedürfnis nach Sicherheit eine eigene Infrastruktur der Überwachung? Weitere technische Neuheiten werfen zusätzliche Fragen auf. Mit den immer beliebteren Dashcams werden andere Autofahrer und Passanten gefilmt, ohne es zu wissen. Mit Kameras ausgerüstete Drohnen werden immer populärer, doch damit kann man Aufnahmen machen von Gärten oder Balkons. All das sind erhebliche Eingriffe in unsere Privatsphäre. Sind wir auf dem Weg in eine Gesellschaft, in der permanente Videoüberwachung zum alltäglichen Leben dazugehört und auch akzeptiert wird? Doch kehren wir für einen Moment zurück zu den Ursprüngen. Videokameras sind nicht entwickelt worden, um Menschen zu überwachen. Stattdessen waren und sind sie Werkzeuge der modernen Kultur. Die kommende Revolution unserer Sehgewohnheiten heißt 360-Grad-Video. Kameras, die nicht nur abbilden, was der Zuschauer sehen soll, sondern einen 360-Grad-Rundumblick liefern. Es sind die Zuschauer, die bestimmen, welchen Bildausschnitt sie sehen wollen. Eine ganze Reihe von Projekten ist bereits in 360 Grad realisiert worden. Lassen Sie uns abwarten, wie sich 360 Grad Video weiterentwickelt. Und wir wollen Ihnen heute ein Gefühl geben für das, was mit einer solchen 360-Grad-Kamera möglich ist. Dass wir heute live mit einer solchen Kamera Internetfernsehen machen, ist eine Europapremiere. Um die Sendung 360 Grad sehen zu können, müssen Sie auf unserer Internetseite und von dort aus auf den Livestream der Sendung gehen. Dann können Sie den Bildausschnitt wählen, den Sie gerade sehen wollen. 360 Grad, Sie können zum Beispiel etwas machen, das sonst nicht geht, nämlich sehen, was ich gerade sehe. Allerdings funktioniert das alles nur mit installiertem Flashplayer. 360 Grad, Sie wählen aus. Wir haben bereits ausgewählt. Unsere Gäste sind Sandra Seubert, sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Ihr Schwerpunkt politische Theorie. Ihr Habilitationsvortrag hatte das Thema: Was interessiert uns am Privaten? Frank Rieger ist unter anderem Technikpublizist. Er arbeitet als technischer Geschäftsführer eines Unternehmens für Kommunikationssicherheit und gründet das Start-up-Unternehmen im Bereich Datensicherheit mit. Außerdem ist er einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs Hamburg. Und ich begrüße Christian Alexander. Er ist Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Jena und hat dort den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Medienrecht inne und ist unter anderem Experte für europäisches Privatrecht. Herr Rieger, wie ist Ihr Eindruck? Konnte die Überwachung Terroranschläge vermeiden? Wird sie es in der Zukunft können? Wie gut ist diese Überwachung? Also diese Überwachung, können wir eigentlich festhalten, hat nicht geholfen. Ich hatte auch mal die Gelegenheit, sogar einen der ehemaligen Chefs der NSA dazu zu fragen, ob Massendatenerfassung eigentlich hilft. Und der sagt eigentlich so, naja, so ist eigentlich ganz nützlich so, aber so richtig geholfen hat es halt nicht. Und wenn wir uns die Anschläge angucken, sehen wir ja, dass für jeden einzelnen der Anschläge, die sie in ihrem Einspieler hatten, die Akteure waren den Geheimdiensten bekannt. Mhm. Also man kannte die vorher schon, man hatte die auf dem Radar, man wusste, wer die sind, man wusste, dass die möglicherweise problematisch werden können. Also man war hinterher so schnell nicht durch die Überwachung, sondern weil man wusste, wer die Leute sind. Naja, man hätte auch vorher schnell sein können, wenn man genügend Leute gehabt hätte, die irgendwie auf diese Attentäter, potenziellen Attentäter aufpassen und den Spuren nachgehen und auch mit denen reden. Ja. Und tatsächlich, was wir aber sehen, ist, dass mehr Geld in Überwachungstechnik gesteckt wird, die, wie wir sehen, nicht hilft, Anschläge zu verhindern, und dafür gespart wird an den Ecken, die tatsächlich helfen würden, nämlich qualifiziertes Personal. Mhm. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Fehler, den wir gerade machen, dass wir also in unserer Sicherheitspolitik immer mehr auf Technologie setzen, weil wir in diesem Drive drin sind, dass unsere Welt immer digitaler wird. Und da denken wir, unsere Sicherheitstechnik und Sicherheitspolitik muss auch immer digitaler werden. Aber eigentlich sind es immer noch Menschen, die Anschläge begehen, die Verbrechen begehen. Und
gegen Menschen helfen halt Menschen besser als Computer. Aber dann ist doch aus politikwissenschaftlicher Sicht oder aus Sicht der Politik ist im Grunde genommen wirklich ein Fehler, von diesem Paradigma der Freiheit und des Schutzes des Individuums umzuschalten auf dieses Paradigma der Sicherheit und Überwachung, dem wir ja jetzt im Grunde genommen fast zu 100% folgen, wenn ich es richtig sehe. Ja, wobei die Entweder-oder-Gegenüberstellung ja auch in die Irre führt. Das sind ja auch wir, die diese Sicherheitsbedürfnisse haben und auch Erwartungen an den Staat. Was wäre los, ja, wenn ein Anschlag passieren würde und da ließe sich zeigen, dass irgendwie fahrlässig gehandelt worden ist. Aber trotz allem, also es ist eben die Neigung da, dann zu glauben, dass zugunsten der Sicherheit die Privatheit nicht mehr so viel zählt. Und das, glaube ich, ist falsch, weil man muss die Sicherheitsmaßnahmen daraufhin überprüfen, wie privatheitssensibel sie sind. Und vielleicht gibt es da ja auch Abstufungen. Ja, darauf würde ich dann immer Wert legen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir brauchen da entweder oder und wir müssen unbedingt die Privatheit jetzt nur schützen. Ja, das ist ein, aber im Moment geht auf alle Fälle das Pendel zur falschen Seite. Und aus juristischer Sicht, also es gibt ja eine Menge Leute, die sagen, also Angriff auf Privatsphäre, das ist eigentlich Alltag, das ist das, was wir jeden Tag haben. Das ist zu befürchten. Was mich auch bei diesen Terroranschlägen fasziniert hat, ist, dass nicht genau unterschieden wird. Es gibt ja einmal diesen Aspekt der Verhinderung. Mhm. Es geht um Abwehr von Gefahren, aber ich kenne die Gefahr noch nicht. Und das andere Mal geht es um die Aufklärung von Straftaten. Richtig. Das sind aus rechtlicher Sicht ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das wird aber sehr diffus alles zusammengeworfen, so unter so einem allgemeinen Sicherheitsschutzdenken, was Sie gerade auch angesprochen hatten. Aber da wird juristisch auch nicht exakt unterschieden, obwohl man es eigentlich müsste, weil ja die Kriterien, auch die Voraussetzungen unterschiedlich sind. Das eine ist was in der Zukunft liegt, das andere liegt zurück. Richtig. Und auch wenn ich die Tatbestände genau fassen will, dann muss ich natürlich diese Gefahren oder diese Straftaten genau benennen können. Aber das wird in der Diskussion, habe ich den Eindruck, immer wieder auch durcheinander geworfen unter so einem diffusen Sicherheitsdenken. Was mich interessieren würde, ist Ihre Meinung zu Folgendem. Ich habe mit Jakob Kneser gesprochen, das ist der Autor, einer der Autoren des Films vorher. Und er sagte, eine der Erkenntnisse für ihn aus dem Film wären gewesen, dass eigentlich diese Algorithmen gar nicht so super sind. Also seine persönliche Struktur haben sie zum Beispiel gar nicht entschlüsseln können. Aber das ist völlig egal eigentlich, weil wir an die Vorhersagepotenz der Daten glauben. Und wenn wir erstmal einen Algorithmus haben, der zum Beispiel die Leistungsfähigkeit von Schulkindern berechnet, dann ist völlig egal, ob der Algorithmus das wirklich tut oder nicht. Wir werden diesem Algorithmus bei der Beurteilung von Kindern folgen. Ist das nicht unser eigentliches Problem? Das ist eines der Probleme, wir glauben gerne, was aus dem Computer kommt. Das ist halt ja überall so, dass wenn wir irgendwas aus einem Stück Software sehen, dann vergessen wir, dass Algorithmen immer nur die Inkarnation des Willens eines Menschen sind. Also jemand hat diesen Algorithmus geschrieben, jemand hat die Mathematik dahinter entwickelt. Und es gibt natürlich lernfähige Algorithmen. Gut, aber trotzdem werden die von Parametern kontrolliert und die Ziele werden gesetzt. Das heißt, es gibt halt tatsächlich immer einen Menschen dahinter. Das heißt, also diese Neigung zu delegieren und zu sagen, der Computer, die Software, der Algorithmus, heißt halt immer nur, dass wir eigentlich nicht auf die Leute zeigen wollen, die eigentlich schuld sind oder die eigentlich verantwortlich sind, sondern das ins Diffuse verschieben. Und dahinter steckt natürlich eine Machtfrage. Ne? Also die Frage, wenn wir Macht in Algorithmen, in Software kleiden, geben wir natürlich auch die Kontrollierbarkeit ab. Ne? Und die Frage, welche Mächte stehen dahinter, was wollen die eigentlich, wieso haben wir diese Überwachungstechnologie? Aber wir tun so, als ob es objektiver, wissenschaftlicher und damit besser ist. Es ist halt immer nur eine Interpretation der Wahrheit. Also in dem Vorfilm war ja es auch so, dass halt die Dame, die halt sich vorhersagbar benommen hat, ja. Ne, das war relativ einfach, deren Bewegungsmuster waren gut erkennbar. Richtig, ja. Und aber von jemand, der sich außerhalb des Normalen bewegt, fängt es halt an, schwierig zu werden. Aber für die Geheimdienste reicht es eigentlich aus, weil zu erkennen, wenn jemand sich nicht normal benimmt, also außerhalb seines Alltags. Das ist für die Geheimdienste interessant. Genau. Dann wird es halt für die Dienste interessant, weil dann hat er keine Ahnung, eine Affäre oder plant einen Anschlag, meistens nicht, oder zieht einfach nur um oder was auch immer. Ja. Also es ist halt diese Abweichung von dieser Baseline, also von diesem Normalitätsverhalten, das sind die Sachen, wo dann halt alarmiert wird. Aber wir alle weichen dauernd davon ab. Das heißt, die ersaufen halt da auch in Daten, die sie interpretieren können. Ja, es wird ja immer von Verhalten in der Vergangenheit auf Verhalten in die Zukunft Zukunft geschlossen. Und also für mich ist das Problematische daran,
Es verschiebt sich ja was. Wenn wir, also diese Berechenbarkeitsvorstellung geht irgendwie entgegen unserem Freiheitsverständnis der Person, die ja sich einzigartig fühlt, ja, und dann plötzlich merkt, oh, ich bin in meinen. Ich bin ein Lemming. Genau, bin mit ganz vielen vergleichbar, die ähnliche Entscheidungen treffen, ähnliche Sachen kaufen und so weiter. Aber also das ist natürlich das, was daran provoziert. Das ist unserer kulturellen und auch verfassungsrechtlich verankerten Forschung von Freiheit der Person irgendwie zuwiderläuft. Den Vorstellungen auch, die wir uns von uns machen in der Hinsicht und gleichzeitig, die Wirtschaft bedient es, weil die findet das toll. Wenn wir wie Lemminge sind, kann sie unser Kaufverhalten umso besser steuern. Das ist quasi sozusagen der nächste Schritt nach der sozialistischen Planwirtschaft. Ne? Also die Herstellung der Planbarkeit des Individuums. Mit kürzeren Rhythmen. Genau. Wir merken die Planwirtschaft eigentlich gar nicht mehr, weil sie ist so flexibel. Ja. Und also es ist eigentlich interessant, wie es so ein kybernetischer Zirkelschluss geworden ist der Systeme. Ne? Und am Ende, dass halt irgendwie in dem Augenblick, wo das Individuum planbar wird, kann man die Gesellschaft auch besser vorhersagen, besser steuern. Ist halt ich weiß nicht, ob Google sondern absichtlich dem folgt oder ob die es unabsichtlich tun als Idee. Die NSA hat, glaube ich, eher so einen absichtlichen Plan dahinter. Das würde ich auch mal vermuten. Also aus juristischer Sicht ist vielleicht ganz bemerkenswert, dass so eine automatisierte Auswertung immer als eingriffsintensiver auch angesehen wird. Also sozusagen in dem Moment, wo die Menschen etwas zurücktreten, ordnen das die Gerichte tendenziell als intensiveren Eingriff in das Persönlichkeitsrecht zum Beispiel ein. Also wenn das im Grunde nur noch, wenn ich nur noch Algorithmen vertraue oder wie auch immer, also je weiter sich der Mensch dahinter zurückzieht. Also das ist eine interessante Wertung, die man so durch die jüngeren Entscheidungen auch nachvollziehen kann. Was ja die Konzerne ja nicht tun. Also Google versucht ja zu sagen, niemand liest deine Mail, sondern nur Algorithmen lesen die. Ja, klar. Also es ist aber tatsächlich so, dass... Es ist kein juristisches Subjekt involviert. Ja, aber tatsächlich die Gerichte tendieren eher dazu zu sagen, dass es automatisch ist. Jedenfalls so die jüngeren Entscheidungen, gerade auch des Verfassungsgerichtes, da deutet sich doch diese Tendenz an, dass sie eben sagen, dann, wenn es nur noch automatisiert ist, also wenn im Grunde der Mensch sich steuernd zurücknimmt, dann ist es eigentlich ein intensiverer Eingriff. Also weil die individuelle Abwägung fehlt quasi. Genau, also es ist im Grunde ein Kontrollverlust, der stattfindet. Also ich übergebe die Auswertung und auch die Einordnung, die Erkennung von irgendwelchen Personen, das überlasse ich irgendwelchen Maschinen. Oder irgendwelchen Algorithmen oder wie auch immer. Und also jedenfalls so in den neueren Entscheidungen deutet sich das an. Okay, der Begriff der Privatheit bzw. Privatsphäre ist, auch wenn man es heute nicht mehr glaubt, die Erfindung amerikanischer Juristen aus dem Jahre 1890. Die Sache selbst, die Idee der Selbstbestimmung und persönlichen Unabhängigkeit ist natürlich sehr viel älter und europäisch. Die Idee der Privatsphäre ist das Ergebnis einer langen Diskussion über den politisch verbrieften und durch Gesetze geregelten Freiheitsraum des Einzelnen. Privatheit ist notwendig, um Mensch zu sein. Übrigens auch in der Moderne. Die Moderne hat Menschen von traditionellen Normen befreit und die Lebensführung zu einer individuellen Entscheidung gemacht. Diese Wahl ist immer mit Risiken und Ungewissheiten verbunden. Doch um sie überhaupt zu ermöglichen, braucht es Privatheit. Dabei lassen sich drei Formen von Privatheit unterscheiden. Erstens die informationelle Privatheit. Sie bezieht sich auf Daten über eine Person, auf das, was andere über mich wissen dürfen und was nicht in falsche Hände fallen darf. Zweitens die dezisionale Privatheit. Gemeint sind private Entscheidungen und Handlungen, etwa die Wahl der Kleidung, des Berufs, der Lebenspartnerschaft oder der Religionszugehörigkeit. Sie müssen vor Beeinflussungen geschützt werden. Drittens die lokale Privatheit. Hier geht es um den Schutz der eigenen Wohnung oder bestimmter Bereiche vor dem Zutritt anderer. Diese Grenzziehung dient der Positionierung des Individuums und letztlich dem Schutz der Intimsphäre als Menschenwürde. Privatheit bedeutet immer, Kontrolle über einen Zugang zu haben. Zugang zu persönlichen Daten, Zugang zu Entscheidungen und Handlungsweisen, Zugang zu einer Wohnung. Privatheit schützt das Individuum vor Übergriffen durch Nachbarn, Arbeitskollegen, Konsumforscher, Moralhüter, Staatsbeamte. Geschützt wird, was nicht für fremde Augen und Ohren bestimmt ist. Privatheit sorgt für einen sicheren Ort in der Welt.
Damit bezieht sich Privatheit auf den Begriff der Autonomie. Autonomie ist die Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und auf je eigene Weise das je eigene Glück zu suchen. Erst in der Privatsphäre kann sich die Autonomie des Einzelnen verwirklichen. Dabei ist die Entscheidung, was für den Einzelnen privat und was öffentlich ist, ebenfalls Privatsache. Diese private Praxis muss jedoch mit der Gesellschaft in einem Prozess sozialen Aushandelns abgeglichen werden. Somit ist die Grenzziehung zwischen privat und öffentlich abhängig von der jeweiligen Kultur und sozialen Herkunft. Der Respekt für die Privatheit einer Person ist der Respekt für sie als autonomes Subjekt. Geheimes Wissen über den anderen verleiht Macht, die zu Verhaltensänderungen und Anpassungen führen kann. Deshalb ist der Schutz der Privatsphäre zugleich ein Schutz der Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Der Kampf um Privatheit ist also auch ein Kampf zwischen individueller Lebensgestaltung und politischer Macht. Privates muss geschützt werden, ob simple Schwächen oder große Laster. Wenn alle Geheimnisse offen liegen, dann verschwindet jegliche Scham, weil jeder gleich erbärmlich ist. Aber es verschwinden auch jegliche moralischen Ansprüche, die Menschen an sich selbst stellen können. Am Ende muss keiner den anderen mehr mit Respekt behandeln. Eine Gesellschaft droht zu verrohen. Privatheit schützt nicht nur die Autonomie des Individuums, sie ist die soziokulturelle Voraussetzung für ein zivilisiertes Zusammenleben. Also, ganz verstehen tue ich das nicht. Also von Anfang an wird ja gesagt, dass der Mensch ein Sohn Politikon, also ein politisches, soziales Lebewesen ist. Selbst wenn ich allein bin, bin ich in sozialen Beziehungen, durch die Sprache, durch meine Familie, durch meinen Job und so weiter. Warum ist dann Privatheit so wichtig? Also zunächst mal finde ich ganz wichtig, dass es ja erst in der Moderne so ein Wert wird. Sie haben eben gesagt, auch in der Moderne, aber erst in der Moderne, weil da ein bestimmtes Freiheitsverständnis der Person aufkommt. Ja? Also in der Antike ist das rein private Leben ein Leben der Beraubung, weil man das eigentliche gute Leben im Öffentlichen findet, in der politischen Betätigung und so weiter. Und ein wirklich sozusagen ein Wert, den es zu schützen gilt, das bildet sich historisch raus. Und ich finde die Perspektive eben schon auch ganz wichtig. Das haben Sie ja in dem Beitrag auch gezeigt, dass es historisch-kulturell sich wandelt und auch mit Machtverhältnissen verbunden ist. Es geht ja darum, auch was muss ich verschließen und was zeigen. Und da spielen gesellschaftliche Erwartungen mit rein. Und was wir erwarten ist ja, dass oder mit diesem Anspruch auf Privatheit verbinden ist, dass Personen selbstbestimmt darüber entscheiden können, was sie enthüllen oder verhüllen wollen. Das ist ja eine wesentliche Voraussetzung für politische Meinungsbildung. Ne? Also am Ende, die 68er haben ja immer gesagt, das Privat ist politisch. Und heute müssen wir sagen, die Privatheit ist politisch, weil in dem Augenblick, wo wir nicht mehr in der Lage sind, uns zu unterhalten, unbeobachtet, überhaupt eine politische Meinung zu bilden, stagniert natürlich gesellschaftliche Veränderung. Ne? Und ich glaube, da liegt halt eben doch diese neue Interpretation, dass Privatheit als Schutz des gegenüber den Mächtigen, also als Möglichkeit, sozusagen sich zusammenzufinden, eine Gegenmacht zu bilden, eine völlig neue Bedeutung gewonnen hat, die so früher damals noch nicht da war. Mhm. Und dieser Bedeutungswandel hat, glaube ich, eben genau viel mit Macht zu tun dabei. Genau. Spiegelt der sich denn in irgendeiner Form juristisch schon wieder? Ich habe das Gefühl, da gibt es eine lange Verzögerung. Also die Juristen können sozusagen auf verschiedene Entwicklungen offen und mit einer gewissen Verzögerung reagieren. Aber ich möchte einen Gedanken noch gerne aufgreifen, den ich sehr spannend finde. Gerade beim Schutz der Privatheit und auch der Persönlichkeit spielen ja zwei Aspekte zusammen. Einmal Privatautonomie, also diese Möglichkeit, selber entscheiden zu können, sei es jetzt politisch, aber auch ganz banale Dinge, was kaufe ich, mit wem schließe ich einen Vertrag und ähnliches. Und dann Privatheit im Sinne von Zurückgezogenheit, nicht unbedingt nur örtlich, sondern einfach die Möglichkeit, sich auch aus der Öffentlichkeit zurücknehmen und zurückziehen zu können. Also Juristen unterscheiden beides, aber es steht natürlich in einem unmittelbaren Zusammenhang. Also Privatautonomie, Privatsphäre, auch Privatheit und generell dieser Schutz der Persönlichkeit, das gehört natürlich zusammen. Und es ist im Grunde, also das Persönlichkeitsrecht ist ja auch eine Antwort, also so wie wir es heute kennen, auf das, was in der Zeit von 33 bis 45 passiert ist. Dort, wo es eben diese Privatheit nicht gab, sondern im Grunde ein System
komplett auf den Menschen zugreifen wollte. Und daraus hat sich im Grunde so unser heutiges Verständnis entwickelt, was aber immer wieder angepasst werden muss. Und oft, da haben Sie völlig recht, auch mit einer gewissen Verzögerung, ja. Kann man denn sagen, dass Privatheit vielleicht einfach nur damit zu tun hat, den Zugang zu etwas zu kontrollieren, also den Zugang zu Daten, zu Wohnungen, zu Entscheidungen, zu Handlungsweisen, dass ich selber das kontrollieren kann, niemand sonst? Selbstbestimmtheit am Ende. Ne? Also die Frage, kann ich handeln, wie ich es für richtig halte? Kann ich mich äußern, zumindest im privaten Kreis, wie ich es für richtig halte? Kann ich Meinungen formen? Kann ich auch im Zweifel Dinge sagen oder denken, die halt nicht mit dem herrschenden System übereinstimmen oder mit Mächtigen anderer Art übereinstimmen. Und diese Frage wird natürlich immer bedeutsamer, je stärker diese Einschränkung des privaten Raums wird. Also je mehr ich eigentlich kaum noch privat denken kann, weil der Staat sich das Recht rausnimmt, sogar an meinen Computer einzudringen, wenn er es für richtig hält, desto wichtiger wird halt eben dieses, ja, Privatsphäre als Abwehrmittel. Und eigentlich brauchen wir aber auch die Balance auf der anderen Seite zu sagen, wir als Individuen wollen eigentlich Privatsphäre haben als Mittel, uns zu schützen, aber wir wollen die Transparenz auf der anderen Seite haben. Wir wollen eigentlich, dass die mächtigen Institutionen transparent werden. Im Gegenteil, es ist aber momentan eher so, wir werden immer gläserner, wir sehen, müssen immer mehr von uns preisgeben. Und die schotten sich immer mehr ab. Ne? Und es ist halt eigentlich genau, geht's halt darum, diesen Trend umzukehren. Ja, ich würde auch betonen, dass die Privatheit jetzt viel mehr als auch ein gesellschaftlicher Wert in den Blick rückt. Also, dass man nicht nur, es geht zwar um Individuen, aber es geht natürlich um den Schutz von bestimmten Aktivitäten, Kommunikationsräumen, die dann auch die Voraussetzung sind, zum Beispiel für politische Betätigung. Also insbesondere Gruppen, die Minderheiten sind oder dann leicht durch solche Algorithmen zu verdächtigen Personen werden, die brauchen den Schutz ja insbesondere. Das sage ich als Salafist natürlich. Mhm. Wunderbar, ihr schützt mich. Super System. Ja, also das, die Freiheit, das ist die Herausforderung für den liberalen Verfassungsstaat, ja, auch die Freiheit der Gegner bis zu einem bestimmten Punkt zu garantieren. Am Ende ist es halt eine gesellschaftliche Verhandlungsfrage, was wollen wir riskieren, also welche Risiken gehen wir ein dafür, dass wir noch eine freiheitliche Gesellschaft bleiben. Ich meine, wenn man nur rein utilitaristisch rangehen würde und sagen würde, okay, Anzahl der Verkehrstoten versus Anzahl der irgendwie Terrortoten, dann müsste man seine Energie ganz woanders investieren, zum Beispiel halt irgendwie in abbiegesichere Ampeln oder ähnliche Dinge, damit wir nicht irgendwie Fahrradfahrer umfahren. Statt irgendwie in Geheimdienste, die... aber wir tun es nicht, weil wir natürlich den Terror viel bedrohlicher wahrnehmen, weil wir ihn nicht aus dem Alltag kennen. Sie haben recht, aber ich glaube, da steckt ja noch was anderes hinter. Also klar gibt es diese Unterscheidung sozusagen zwischen guten Bürgern und schlechten Bürgern, die dazugehören, die nicht dazugehören. Aber man könnte ja mal sagen, und das sagen ja einige Theoretiker, wir sind eigentlich in die Falle einer staatlichen Paranoia getappt, weil jeder potenziell ein Staatsfeind ist. Also wenn ich mir die Sicht der NSA zu eigen mache, dann ist erstmal jeder der mögliche Feind. Also da mache ich gar keinen Unterschied mehr. Also meine persönliche Theorie dazu ist, dass die Mittel und Methoden, die da gerade gebaut werden, also der Sicherheitsapparat, der aufgebaut wird, insbesondere in den USA, hat nichts mit der akuten Terrorbedrohung zu tun, sondern mit der Vorbereitung auf die Krisen, die kommen werden. Also wenn wir uns angucken, wie viel wir darüber wissen, was an Klimakrisen, an Flüchtlingskrisen passieren wird, an dem Druck, unter den die Gesellschaften leiden werden, durch die Demografie, durch Automatisierung und so weiter, dann ist vollkommen klar, wenn man sich mal in die Perspektive von so einem Staatslenker versetzt, dann will man solche Werkzeuge haben, weil dafür helfen die ganz super. Aber dann geht es tatsächlich um die kommenden Kriege. Ja, also um die kommenden Bürgerkriege, um es mal hart zu formulieren. Also es geht tatsächlich nicht darum, Terror zu verhindern, dafür ist Überwachung nur so mäßig geeignet. Ja. Wofür es aber super geeignet ist, ist halt politischen Dissens zu verhindern. Dafür ist Überwachung ganz hervorragend geeignet. Sieht man übrigens in China gut. Ja. Okay, es ist seltsam, aber historisch gesehen sind wir gerade dabei, uns wieder, Sie haben das eben schon angesprochen, dem antiken römischen Staat anzunähern. Warum? Im römischen System gab es kein Privatleben, beispielsweise keine private Sexualität. Jeder konnte über jeden alles wissen. Der französische Historiker Paul Veyne schrieb in seinem Buch über die Geschichte des privaten Lebens mit Blick auf das römische Reich, Zitat, von keinem Römer wird vermutet, dass er ein persönliches Intimleben hat. Jeder kann sich an jeden wenden und über jeden urteilen. Wenn diese Einschätzung zutrifft, so durfte im antiken Rom weitgehend Informationsfreiheit geherrscht haben. Heute wird diese Informationsfreiheit von Industrie und Militär gleichermaßen gefeiert. Die Abschaffung der Privatsphäre wird als Errungenschaft der Moderne gefeiert. Und wir geben auch noch freiwillig unsere Daten ab.
Die Haustür ist eine magische Schwelle. Hier beginnt unser Zuhause, unsere Privatheit. Zutritt hat nur der, den wir hineinbitten. Meist sind wir wählerisch, wem wir den Zutritt in unsere vier Wände gestatten. Doch kaum bewegen wir uns im Internet, legen wir alle Scheu ab. Bei nahezu jedem Tastaturkontakt geben wir ein Stück Privatheit ab. Google, Amazon, Internetbanking, Facebook. Alle wollen sie Daten, denn unsere Daten sind für sie bares Geld. Mit ihrer Hilfe wird Werbung für uns maßgeschneidert. Wir kaufen im Netz ein und unsere Daten werden zur Ware. Ich bin Nina Schmidt. Ich bin 17 Jahre alt. Doch vielen von uns scheint völlig egal zu sein, was mit unseren persönlichen Daten passiert. Wir stimmen den Nutzungsbedingungen zu, obwohl wir damit Dritten unser Adressbuch öffnen oder sämtliche Rechte an unseren Fotos abtreten. Früher konnte man ein Fotoalbum schließen oder einfach vernichten. Heute bleiben die Bilder für unabsehbare Zeit im Netz, auch bei vermeintlicher Löschung. Seit einigen Monaten dürfen Jugendliche ab 13 Jahren bei YouNow ihr Leben live streamen. Filmchen, bei denen wir uns im besten Fall nur um Kopf und Kragen reden, vor aller Augen. Möglicherweise auch vor den Augen von Pädophilen. Digitale Selbstentblößung. Dazu sind viele bereit. Für 15 Minuten Berühmtheit und einen unübersehbaren Kreis an Freunden. Im Tausch gegen den letzten Rest an Privatsphäre. Ich bin Nina Schmidt. Es sind eben nicht nur die Datenkraken, die uns ausspionieren. Wir vertrauen unsere letzten Geheimnisse der Netzöffentlichkeit an und setzen einen verantwortungsvollen Umgang damit voraus. 10 Millionen Nutzer des Programms Mint gestatten Zugang zu Kontoauszügen und Kreditkartenrechnungen. Gesundheitsdaten, Gewicht, sexuelle Vorlieben, digitale Tagebücher wie Datum oder Day One. Alles online. Oder in der Cloud. Internetnutzer, die ihre Daten geheim halten wollen, werden in Zukunft dafür zahlen müssen. Privatheit ist zum Luxusartikel geworden. Wenn wir nicht bereit sind, unsere Daten preiszugeben und auf Privatheit bestehen, werden wir dann zu Außenseitern? Werden wir ausgegrenzt als Menschen, die sich verdächtig benehmen und Böses im Schilde führen? Oder bleibt Privatheit ein wichtiges Recht für alle? Nicht ärgern, wenn es im Internet ein bisschen ruckelt. Unser Server, habe ich gerade erfahren, ist ein bisschen überlastet im Moment. Das ruckelt dann eben. Während der Film lief, haben wir uns darüber unterhalten, dass das Internet ja mal mit einer sehr euphorischen Phase begonnen hat. Ein großes Freiheitsversprechen und so weiter. Ist es aus Ihrer Sicht damit vorbei? Also so ganz pessimistisch wäre ich da nicht. Also das Pendel ist sicherlich in eine andere Richtung gegangen. Und aus juristischer Sicht kann man viele Probleme auch erst so allmählich nachvollziehen. Das hängt aber damit zusammen, dass eben bis Rechtsfragen sozusagen auftauchen, geklärt werden und vielleicht in Gesetze gegossen werden. Das dauert einfach eine gewisse Zeit. Dass es jetzt mit dieser Freiheit insgesamt vorbei ist, da wäre ich etwas zurückhaltend. Da bin ich auch ganz optimistisch, was sozusagen Rechtsordnung und Gerichte und Kontrollmöglichkeiten zumindest in gewissem Umfang angeht. Aber wie sich das gestaltet, wie das weitergeht, das ist tatsächlich offen. Also insofern, das kann man sozusagen begleiten. Als Jurist muss man es auch begleiten. Man hechelt so ein bisschen der Entwicklung immer hinterher. Aber ich bin da nicht ganz pessimistisch. Ich bin ein bisschen gespalten. Also zum einen sehen wir ja natürlich, dass
gerade die großen Konzerne versuchen, das Internet zu ihrem Ding zu machen. Also halt diesen Wildwuchs, der ursprünglich mal war. Das Internet ist ja entstanden aus dem Zusammenschluss von Netzen. Völlig zu beschneiden. Die halt so einfach, die sich zusammenschließen wollten. Und dann ist es aber mittlerweile zu einem durchindustrialisierten, gestreamlineten Business geworden, in dem es halt noch eine Menge Nischen und Freiheiten gibt. So, aber gerade wenn wir uns zum Beispiel China oder Russland angucken oder auch die USA, wo halt gerade diese Internetwelt immer enger wird und also auch der Zugang dazu immer schwieriger wird für Leute oder Firmen, die nicht in den Mainstream passen. Ich denke, dass also die Freiheit zu erhalten im Netz ist eine aktive Sache. Also da kann man nicht einfach da sitzen und warten und hoffen, dass es gut wird, so, sondern gerade wenn wir uns zum Beispiel das Thema Netzneutralität angucken, also die Frage, wer darf zum Beispiel seine Filme wie schnell durchs Netz schicken, ohne dafür zu bezahlen? Stichwort ihre Server ruckeln. Ist ganz akut. Ne? Das ist halt ein Thema, an dem sich halt entscheiden wird, haben wir noch Freiheit im Internet hinterher oder nicht? Und daraus entscheidet sich dann wiederum auch, ob wir zum Beispiel Businessmodelle haben werden, die privatsphärenfreundlich sind. Also mein Spieler war es ja gerade angesprochen, es wird Geld kosten. Was ich persönlich erstmal gut finde, also überhaupt die Option habe zu sagen, ich will lieber 3 Euro dafür bezahlen. Nämlich viel mehr verdienen die meisten Firmen an der Werbung und meinen Daten noch nicht. Sie haben ja recht, aber wenn ich das weiter denke, dann lande ich eigentlich doch bei dem Modell der Gated Community. Gut, wir haben jetzt nur über ein paar Euro gesprochen, vielleicht im Internet, aber der nächste Schritt ist, dass ich das ja viel weiter denken muss. Und Sie haben eben die kommenden Kriege angesprochen. Das muss einen doch eigentlich denke ich jedenfalls mal als Politikwissenschaftlerin, extrem misstrauisch machen. Ja, andererseits habe ich das Gefühl, dass diese Rede vom Ende der Privatheit ist wie so eine Chiffre, an der sich alle Ängste, die wir sozusagen mit diesem, wir spüren alle, da ist ein radikaler Wandel im Gange, schon seit einiger Zeit. Und dass wir das genau greifen können und die Rede vom Ende der Privatheit deckt das erstmal so ganz gut ab, ohne dass ich jetzt auch sagen würde, damit sind, also ist das schon alles genau greifbar, auch dass wir jetzt in eine totale Beherrschung umkippen? Also weder die Freiheitsutopie noch jetzt die totale Beherrschung finde ich jetzt... Gut, okay, das ist Theorie, aber es hat sich ja schon was verändert. Also wenn ich zum Beispiel, wirklich, wenn es mich überhaupt nicht mehr juckt, wenn ich Daten irgendwie von mir gebe und viele Leute juckt das ja nicht mehr, dann hat sich ja wirklich massiv was verändert an unserem Verständnis. Ja. Ich glaube übrigens nicht, dass es die Leute nicht juckt. Was ich eigentlich eher beobachte, ist, dass die meisten Menschen nach so einer gewissen euphorischen Anfangsphase einen aktiven Umgang finden. Also Auch gerade Jugendliche. Ne? Ja. Also gerade Jugendliche finden dann einen sehr aktiven Umgang mit und versuchen halt zu entscheiden, was gebe ich von mir preis, was möchte ich preisgeben, wo habe ich was davon, wo stimmt der Deal für mich? Ne? Kriege ich für das, die Daten, die ich preisgebe, kriege ich da was ich haben will? Oder will ich vielleicht lieber Geld dafür bezahlen, nicht meine Daten hergeben? Und genau diese Souveränität zu ermöglichen, ist, glaube ich, auch durchaus Aufgabe der Politik. Also zu sagen, wir brauchen als Bürger die Werkzeuge, um uns die Souveränität geben zu können. Also zumindest gegenüber den privaten Entitäten, natürlich auch eigentlich gegenüber dem Staat. Also die Medientheoretiker, die sprechen immer vom Privacy Paradox und die meinen damit, dass wir auf der einen Seite schon uns um unsere Privatsphäre sorgen und andererseits eben dann doch sehr freigebig sind und die versuchen dann das zu erklären. Warum ist das so? Also insofern glaube ich auch nicht, dass wir uns alle so verändert haben und einfach schamlos geworden sind, alles weggeben, sondern dass es uns schon schert. Aber teilweise würde ich mal sagen, es ist einfach sozusagen sind es Gewohnheiten, die man aus der analogen Welt kennt, Kommunikation sich aber vielleicht auch nicht vorstellen kann, was da eigentlich alles mit passiert. Das wird uns jetzt immer klarer, dass die digitale Kommunikation nicht vergleichbar ist. Ich glaube, das ist auch ein Lernprozess. Also ich glaube auch nicht, dass das den Leuten egal ist, den Nutzern egal ist, aber man muss auch vielleicht im Rahmen der Medienerziehung oder Medienkompetenz auch das Gefühl dafür bekommen, was bin ich bereit zu geben an Daten, was gebe ich preis von mir und auf der anderen Seite muss ich mir selber auch überlegen, wo sind sozusagen meine Sphären, die ich für mich behalten will, die ich also nicht mit anderen teile. Und aus rechtlicher Sicht ist dieser Gedanke der Selbstbestimmung ja ganz zentral. Also ich selber muss sozusagen Herr der Entscheidung sein, was ich preisgeben möchte, was ich nicht preisgeben möchte. Aber das ist ein Lernprozess und dazu gehört eben auch, dass man sich eben überlegen muss, wenn neue Dienste zum Beispiel auf dem Markt sind, dass ich mir überlege, wie gehe ich damit um. Und das setzt sicherlich auch eine gewisse Begleitung dann voraus. Ich muss praktisch den harten Kern, wenn ich Sie richtig verstanden habe, den harten Kern, den ich selber unter keinen Umständen preisgeben will, den muss ich möglicherweise neu definieren. Möglicherweise, ja. Also das ist sicherlich auch ein Prozess, der
Veränderungen unterliegt, dass man sich eben im Internetzeitalter überlegen muss, was ist dieser Kern von Privatheit an Familienleben, persönliche Informationen, wie auch immer. Oder auch für eine Firma. Oder für eine Firma, da habe ich das gleiche Problem, wenn es um Geschäftsgeheimnisse oder Ähnliches geht, dass ich das definiere und sage, das soll dem Zugriff anderer, seien es jetzt Unternehmen oder sei es dem Staat, entzogen sein. Also das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Gedanke. Und dazu brauchen wir auch die Werkzeuge. Genau. Also, dafür, also deswegen ist halt auch wichtig, dass wir sowas wie eine Deklarationspflicht bekommen, nicht nur für wer hat die Daten, sondern was passiert damit? Also was sind die Folgerungen, die daraus gezogen werden? Was sind die Ergebnisse der algorithmischen Verarbeitung? Also konkretes Beispiel, wenn ich hier meine ganzen medizinischen Daten schön über eine App, die natürlich nur übers Internet abrufbar ist, laufen habe, dann steht da nicht genau drauf, wer eigentlich mitliest, wie lange das gespeichert wird, wer das eigentlich speichert und so weiter. Und welche das meinen Sie? Und welche Folgerungen daraus gezogen werden? Ob die am Ende bei Ihrer Versicherung landen oder bei Ihrem Arbeitgeber? Ja, das wissen wir nicht. Genau. Und diese Explizierung, also dafür zu sorgen, dass der Deal klar wird, also dass es halt auch, endlich ist. Also momentan, wenn wir unsere Schadstoffkennzeichnung. Ich meine, wenn wir unsere Daten abgeben, momentan ist es einfach Option mit unbekanntem Wert für die Zukunft. Kann sein, dass mit den Daten niemand kann was anfangen. Kann aber auch sein, das sind die Daten, die uns am Ende unser Leben versauen. Das wissen wir nicht. Ne? Ein Virus oder ein Trojaner, und Sie erinnern sich vielleicht noch an unseren Staats- oder Bundestrojaner, all das sind Programme, die nicht das machen, was wir von ihnen erwarten. Wir lassen uns sozusagen vom Äußeren über das Innenleben täuschen. Insofern waren auch die IMs, also die informellen Mitarbeiter der Stasi, im Grunde nichts anderes als humanoide Staatstrojaner. Inzwischen trauen Staaten, aber auch Terroristen, Banken und Unternehmen einer Software mehr als realen lebenden Personen. Das Prinzip ist dasselbe: Überwachung, Ausspionierung von Daten, Sammeln von Informationen. Als User müsste man im Grunde jeder Software- und Internetseite misstrauen, wenn es nicht eine Deklaration gibt, denn sie könnte ja ein Wolf im Schafspelz sein. Der Wolf sagt, kommt ihr Schäflein, klickt und ich bringe euch ins Trockene, ins Amazon- und Google-Land. In Wahrheit ist das Konsumparadies ein engmaschiger Unternehmenskäfig mit Gitterstäben, so fein, dass man sie gar nicht bemerkt. Die Frage ist, kann man sich dagegen überhaupt schützen und wie? Das Recht auf Privatheit steht seit jeher im Zentrum des Persönlichkeitsschutzes. Das Bundesverfassungsgericht hat 1983 das Recht auf informationelle Selbstbestimmung geschaffen. Darin heißt es, jeder hat die Befugnis, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Doch diese Befugnis ist im Zeitalter der digitalen Kommunikation eingeschränkt. Wir sind ständig online, chatten, mailen, posten. Dabei geben wir wichtige Informationen über uns preis, hinterlassen ständig Spuren. Diese werden sowohl von staatlichen Stellen als auch von Unternehmen zusammengeführt und ausgewertet. Was also tun und wie die Spuren unseres digitalen Ichs verwischen? Eine Maßnahme wäre die Nutzung von Pseudo-Anonymität, also letztendlich der Rückgriff auf Methoden, wie sie in der Frühphase des World Wide Web üblich waren, aber nach und nach durch das Führen des Klarnamens ersetzt wurden. Kryptographie ist auch ein wirksamer Schutz, den wir für unsere Gedanken und Gespräche haben, die wir in digitaler Form festhalten. Programme wie Pretty Good Privacy übertragen E-Mails unlesbar für Dritte. Auch eine über die Plattform Snapchat verschickte Nachricht hat nur eine gewisse Laufzeit und ist dann nicht mehr sichtbar. Das funktioniert allerdings nur, wenn staatliche Stellen keine Nachschlüssel haben und auch kommerzielle Anbieter keine Möglichkeit haben, die Verschlüsselung zu umgehen. Doch Politiker wie David Cameron oder der Antiterrorbeauftragte der EU, Gilles de Kerchove, fordern in diesen Tagen ein Verschlüsselungsverbot. Wenn der Staat aber verlangt, dass in Verschlüsselungsverbindungen zwingend staatliche Hintertüren einzubauen sind, schwächt er die IT-Sicherheit insgesamt. Wenn man eine Internetseite aufruft, gibt man meist seine IP-Adresse preis und damit eine Menge an Informationen. Deshalb sollte man künftig nur mit Browsern wie Tor oder Anonymous arbeiten, die die Computererkennung verschleiern. Die meisten von uns nutzen die Suchdienste von Google, einem Giganten in puncto Datensammlung. Man sollte aber besser auf alternative Suchmaschinen zurückgreifen, wie beispielsweise Xquick, DuckDuckGo oder Quant. Diese sollen keine Suchdaten speichern. 2014 hat der Europäische Gerichtshof ein Recht auf Vergessen etabliert.
Eine Privatperson kann verlangen, dass bestimmte Inhalte bei der Suchmaschine Google zu ihrer Person nicht mehr auftauchen. Mittlerweile haben tausende Nutzer den Antrag auf Löschung ihrer Daten gestellt. Bei unseren Smartphones sind vor allem die Apps Datensammler. Die Anwendung APFS für Android-Geräte hilft, den Zugriff anderer Apps auf Telefonkontakte, SMS-Versand und Ortung zu kontrollieren. Außerdem gilt immer, nur Apps laden, die man wirklich braucht. Die Nutzung unserer Daten von Dritten lässt sich zwar nicht verhindern, aber so wenigstens minimieren. Alle 28 Staaten der Europäischen Union haben unterschiedliche Datenschutzgesetze. Große Internetkonzerne wie Amazon, Facebook und Twitter haben ihr Europa-Hauptquartier in Dublin. Das irische Datenschutzgesetz gilt als besonders lasch. Rechtssicherheit kann nur ein einheitliches Datenschutzgesetz bieten. Das aber ist noch Zukunftsmusik. Gegenwärtig werden immer mehr Alltagsgegenstände mit öffentlichen Räumen vernetzt. Sie speichern unsere Gewohnheiten und Vorlieben und führen zu neuartigen Möglichkeiten der Sammlung und Auswertung personenbezogener Daten. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird immer mehr zu einem Relikt aus vergangenen Zeiten. Steht uns das Ende der Privatheit bevor? Okay, bevor wir so pessimistisch sind, die Frage, was können wir eigentlich tun? Was kann ich konkret machen? Also, hängt natürlich davon ab, gegen wen. Also wenn Sie halt sagen wir mal, von der NSA reden, von Überwachung durch Geheimdienste. Kann ich wenig machen. Na doch, Sie können halt verschlüsseln. Das hilft schon mal gegen automatische Auswertung, gegen Massenüberwachung. So, und das ist halt ein gutes Werkzeug. Ist auch einfach zu verwenden. So, Sie haben mittlerweile Verschlüsselung in allen möglichen Produkten drin. Auch relativ gute Verschlüsselung. Sie können Ihre Mails verschlüsseln. Sie können darauf achten, dass Ihre E-Mail-Anbieter zum Beispiel halt Verschlüsselung anbieten. Da kann man schon eine Menge tun. Mhm. So, und das wird auch vorangehen, weil auch die großen Konzerne keine Lust mehr darauf haben, sich jetzt mit der NSA sozusagen so eng ins Bett zu legen. So, also da wird tatsächlich eine in die Richtung wird es weitergehen. Auch Google war ja sauer. Auch Google war sehr sauer und Facebook auch. Also deswegen wird da durchaus eine Menge passieren, dass sie sagen, okay, wir versuchen zumindest so zu verschlüsseln, dass die NSA nicht mehr automatisiert im großen Feld nach mitlesen kann, sondern individuell angreifen muss, was schon mal ein Fortschritt wäre. Ne? Was die Konzerne angeht, gut, ich meine, sie hatten schon einige Sachen im Einspieler, andere Suchmaschinen benutzen. Tor zum Beispiel als Anonymisierungswerkzeug zu benutzen, ist mittlerweile genauso einfach wie einen neuen Browser installieren. Also Tor-Browser installieren ist wirklich trivial und dann sind sie nicht mehr ohne weiteres zu verfolgen. Einen Adblocker zu verwenden, also zum Beispiel also etwas, was halt Werbung in ihrem Browser blockiert auch eine ganze Menge von dem Tracking. Cookie-Blocker zu verwenden. Also es gibt halt eine Menge Plugins, so, die auch relativ einfach zu benutzen sind. Also man kann es ihnen schon schwer machen. Ne? Also man muss es, glaube ich, eher so ein bisschen weniger als so ein Bedrohungsding sehen, sondern mehr als so eine sportliche Tätigkeit. Also es halt einfach der Gegenseite einfach ein bisschen schwieriger machen. Nicht ich muss so mich halt schlau machen dann. Ja, sie müssen sich ein bisschen bilden, aber müssen sie in allen anderen Fällen dann auch. Ja. Aus Ihrer Sicht? Also ich bin da auch nicht ganz pessimistisch. Zum einen haben wir jetzt Anstoß, oder es ist eigentlich schon ziemlich weit gediehen, das Projekt zu einer Datenschutzgrundverordnung im europäischen Rahmen. Das heißt, wir haben zumindest die Möglichkeit vor Augen, dass es doch mal einheitliche, auch grenzüberschreitende Regeln gibt. Wie das Ganze dann durchgesetzt werden muss, das ist sicherlich noch eine andere Frage. Wird das schlechter für Irland dann? Weil das ist ja ein Hauptknackpunkt. Ich weiß nicht, ob es für Irland schlechter wird, möglicherweise, aber für die, die in Irland gerade sind, weil die Datenschutzregeln dann angeglichen sind. Also da wird sich möglicherweise was verändern. Die Gefahr ist natürlich, wenn es eine einheitliche Regelung gibt, dann kann man eben schlechter vorpreschen im Sinne von, wir schaffen noch mehr bessere Sicherheit. Also insofern, das Ganze hat eine Kehrseite. Das ist sicherlich gut, wenn wir nicht mal eine ganz zersplitterte Regelung haben. Auf der anderen Seite wird im Grunde so ein bisschen diese Möglichkeit verbaut, jetzt innovative rechtliche Regelungsansätze zu schaffen im Sinne von mehr Sicherheit, mehr Transparenz oder ähnliches. Das wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Insgesamt bin ich aber nicht so ganz pessimistisch. Vielleicht auch noch ein Satz dazu. Ich habe jetzt, als ich heute hergefahren bin im Zug, gerade noch einen Gesetzentwurf gelesen zur Verbesserung der Durchsetzung von Datenschutzregeln. Da sollen also Verbraucherschutzverbände zum Beispiel auch klageberechtigt werden. Also immerhin, die Rechtsordnung reagiert oft etwas langsam, aber es gibt Instrumente. Das sind sicherlich keine Allheil. Aber das zeigt schon, dass es Möglichkeiten gibt, auch einfach sozusagen die juristische Durchsetzbarkeit dieser Rechte weiter auszubauen und zu verbessern.
Das würde ich auch betonen, weil also dieser Selbstdatenschutz ist doch begrenzt. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als Herr Rieger gesagt hat, was das alles sozusagen, wie man das sportlich machen kann. Ich habe mir da vorgestellt, wie ich das dann mache und wie viel Zeit Sport, das ja. In Anspruch nimmt. Und ich würde auch irgendwie also betonen, dass es hier um einen Grundrechtsschutz geht und eine Schutzpflicht des Staates, wo wir auch die Einzelnen nicht nur sozusagen ihrem subjektiven Kriterium, was sie da für den Kern dessen halten, was sie schützen wollen, überlassen können. Also insofern, und also wenn Regulierung, dann auch eine, die die Unternehmen in die Pflicht nimmt, also dann doch vielleicht bestimmte Voreinstellungen schon zu installieren, sodass ich da also mich darauf verlassen kann, meinetwegen durch Zertifikate auch, dass ich die privatsphärenfreundlichste Technik kaufe. Als Amerikaner würde ich sagen, Sie sind doch Kommunistin, Sie greifen doch in den freien Markt ein. Was machen Sie da? Das ist gerade zwingend notwendig, würde ich sagen. Also ich bin da ganz bei Ihnen. Natürlich ist es so, dass das halt Selbstdatenschutz ist halt nur, sagen wir mal, ein Brückenbauen und Überbrücken der Zeit, bis halt irgendwie das Recht und die Politik nachgezogen haben. Und es hilft halt nicht, irgendwie sich darauf zu verlassen, dass man es selber hinbekommt. Weil gerade zum Beispiel, was die Geheimdienste angeht, müssen wir auf der politischen Ebene agieren. Da werden wir mit Technik nur so weit kommen, also bis zu einem bestimmten Punkt. Und man muss ja ganz klar sagen, ja, das, was mit der CIA und der Folter passiert, Folter wird ja gemacht, um Informationen zu erpressen durch brutale Methoden, ist ja nur die Verlängerung dessen, was auf dem digitalen Markt schon läuft. Also Folter ist ja nur eine Fortsetzung von Datenakquise mit anderen Mitteln. Wenn Sie es so formulieren wollen, ja. Also die Frage ist natürlich immer, wie schnell können wir auf die Politik Einfluss nehmen? Wie lange können wir auf die Politik Einfluss nehmen? Ja, ist auch eine interessante Frage. Und daraus folgt natürlich, wie ändert sich das Recht so? Und ich will da halt nicht endlos drauf warten, so, deswegen agiere ich lieber heute mit dem, wie ich agieren kann. Aber es heißt halt nicht, dass wir nicht gerade also vor den Gerichten und in den Parlamenten halt versuchen müssen, da was zu ändern. Also ich glaube, beides ist ganz wichtig, dass man selber bereit ist und auch viel mehr bereit ist, für die eigene Sicherheit zu sorgen, auch sich Gedanken darüber zu machen, eben dann doch über Alternativen nachzudenken. Aber sozusagen dieser juristische Weg, also die Durchsetzung von den eigenen Rechten, Persönlichkeitsrecht, informationelle Selbstbestimmung, das ist sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und was Sie sagten, diese Schutzpflicht, auch das ist, denke ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man... Wir sind leider schon am Ende. Ach so. Das tut mir furchtbar leid, dass ich Sie mitten im Satz abgewürgt habe. Also das war's. Der erste Livestream einer Fernsehsendung mit 360-Grad-Technologie. Die Möglichkeiten dieser Kamera, die sollten Ihnen so ein bisschen zeigen, was heute möglich ist. Wir senden ja öffentlich-rechtlich, ausgerechnet das beim Thema Privatheit. Dann lässt sich das natürlich auch einsetzen, um zu überwachen und auszuspähen. Falls Sie das alles noch mal in Ruhe sehen wollen, mit 360-Grad-Blick nachvollziehen, können Sie auf unserer Homepage www.dreisat.de/skobel. Dort finden Sie dann auch unseren Stream. Außerdem gibt es auf unserer Internetseite weitere Interviews, Informationen und Buchbesprechungen. Ansonsten genießen Sie den freien Abend. Sie haben gesehen, wir sind nicht ganz so pessimistisch. Und tschüss.